Lieben, na, alles gut bei euch? Ja, nach meinem letzten Video ist es ja ganz offiziell, Mutti ist schwanger und ihr wart alle sehr, sehr fleißig und habt mir in den Kommentaren en masse hinterlassen, dass ihr von mir Schwangerschaftsupdates-Videos sehen möchtet. Und dem Ganzen komme ich heute nach, denn ich bin mittlerweile 12 plus 2, habe somit also mein erstes Trimester, meine ersten 3 Monate hinter mir. Und ich dachte mir, heute gehen wir jetzt einfach mal von Woche 1 bis Woche 12 alles durch. Maximus ist auch am Start. Ich erzähle euch, wie habe ich es rausbekommen, wie habe ich es meinem Mann erzählt, meiner Familie, meine Anzeichen, wie geht es mir, wie verändere ich mich und ja, ich muss aber dazu sagen, Schätzeleins, ich habe mir heute wirklich Notizen geschrieben. Ich mache es sehr, sehr seltenst, aber mein Gedächtnis ist momentan wie ein Sieb, ja. Und ich weiß von ganz vielen Schätzeleins, die ich im Übrigen alle grüßen möchte. Es sind nämlich sehr, sehr viele schwanger mit mir. Also viel, ja, herzlichen Glückwunsch an euch von mir. Ich wünsche uns natürlich alle eine gesunde und angenehme und stressfreie Schwangerschaft. Und diese Mädels haben mir alle erzählt, dass man in der Schwangerschaft so ein bisschen das Gedächtnis verliert. Ja, oder zumindest nicht das Gedächtnis verliert, aber viel vergisst. Und da das ja jetzt heute ein sehr... Es handelt sich einfach nur um das Thema Schwangerschaft und jetzt nicht um einen Umzug oder sonst etwas. Und es sein könnte, dass jetzt dadurch neue Schätzeleins auf meinen Kanal dazukommen, in unsere Gruppe mit rein. Wollte ich das Ganze heute ein bisschen organisierter machen wie sonst, also für die neuen Schätzeleins, ja. Mutti sieht nicht immer so aus. Ich habe auch eigentlich Augenbrauen und ich sehe eigentlich, ich sehe okay aus, ja, mit ein bisschen Farbe im Gesicht, wenn Gesicht gemalt ist. Aber heute ist jetzt zum Beispiel ein Tag, da geht es mir nicht ganz so gut, ja, da kommen wir jetzt später drauf. Da habe ich mir auch schon eine Notiz zugeschrieben. Warum sieht die Mutti heute scheiße aus? Fragezeichen. Da kommen wir später drauf. Und ja, ich hatte jetzt einfach keine Lust, mir hier groß ein Gesicht zu malen, weil es geht jetzt einfach mal um die ersten 3 Monate. Ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich aussehe. Für die neuen Schätzeleins, ja, nächstes Mal sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also, ich würde sagen, wir fangen an dem oder mit dem Tag an, an dem ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Das war der 13. März 2016. Wir waren somit also in Atlanta. Ich war somit in Atlanta und mein Mann war in Alabama, weil er ja schon auf der Warrant Officer Schule war. Für die neuen Schätzeleins, klickt euch durch die älteren Videos durch. Ich rede nämlich fortlaufend. Ja, also wenn ihr auf meinem Kanal seid, dann könnt ihr so unsere komplette Geschichte miterleben. Und deswegen gehe ich da jetzt auf bestimmte Dinge gar nicht drauf ein. So, also 13. März, ich war in Atlanta im Keller der Schwiegereltern. Schatzi war in Alabama. Ich habe mich an dem Tag dazu entschlossen, einen Schwangerschaftstest zu machen, weil ich das zwischendurch immer wieder mal gemacht habe. Ihr wisst es ja, dass wir seit längerer Zeit versucht haben, schwanger zu werden, ein Kind zu bekommen. Natürlich mit Hormonen. Und ich muss sagen, wir waren mittlerweile zu dem Zeitpunkt wirklich... Ja, wir hatten uns mit dem Gedanken abgefunden, keine eigenen Kinder zu bekommen. So. Ich weiß nicht, was mich an dem Morgen geritten hat. Ja, Mutti steht auf, geht auf die Pipi-Box, wie man das halt so macht. Und sehe noch so im Augenwinkel, da liegt ein Schwangerschaftstest, weil ich habe ja keine Verhütung und nichts. Und wie gesagt, zwischendurch habe ich halt immer mal einen gemacht oder wollte immer mal einen machen. Einfach um zu wissen, okay, ist man schwanger oder nicht. Und wenn man dann mal so an die 100 Schwangerschaftstests in seinem Leben gemacht hat, da ist dann schon so ein bisschen Routine dabei. Man macht dann halt Pipi auf Stäbchen und macht Deckelchen wieder drauf und legt das Ding nebendran, ja, und Hose wieder hoch und Hände waschen und raus und man lebt weiter. Ja.
Wenn man jetzt natürlich drauf hofft, können diese 3 Minuten sehr, sehr lange sein. Die 3 Minuten bis zum Ergebnis. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab gar nicht mehr dran gedacht, weil das für mich irgendwie fast schon sowas wie Routine war. Ja? Alle paar Wochen mal so ein bisschen Pipi auf Stäbchen. Hab den also, wie gesagt, in die Ecke geknallt, bin raus und hab die Futternäpfe von Maximus und Simba geholt. Wieder ins Bad rein, alles sauber gemacht, alles schön aufgestellt, ja, dass es ein bisschen abtrocknen kann. Ich wieder raus, ein Schlückchen Kaffee genommen, wieder ins Bad rein. Nehm so die Tiernäpfe und wollte die so trocken reiben und guck noch so auf den Schwangerschaftstest drauf und denk mir, ah ja, 2 Striche, pack den einen Futternapf so an die Seite, nehm den Wassernapf und lauf aus dem Badezimmer raus und bleib stehen und denk, 2 Striche? Moment! Ich alles fallen lassen, zurück ins Badezimmer gerannt. Und ja, dann habe ich mir den Schwangerschaftstest genommen und bin dann überall im Keller rum, weil das Licht an dem Tag war nicht der Knaller, ja. Also das Licht im Badezimmer war jetzt nicht das hellste, der Keller generell an sich war sehr dunkel, draußen das Wetter war jetzt auch nicht so und der Strich war jetzt, also der 2. Strich, war jetzt nicht so extrem, dass man hätte sagen können, ja, bin schwanger. Dann habe ich das Ding also auf die Seite gelegt, natürlich auf 180 gewesen. Ich bin wie ein Moped in einem Keller hin und her gerannt. Jetzt war mir natürlich klar, ich sollte vielleicht doch nochmal schnell einen 2. Schwangerschaftstest machen, einfach um zu schauen, ob, wenn schwanger, wenn 2. Linie, ob die vielleicht ein bisschen stärker ist. Jetzt hatte ich aber kein Pipi mehr. Ja, ich erzähle euch, wie es war, Schätzeleute. Ich natürlich also hier mal Kaffee rein ohne Ende. Und kennt ihr das, wenn man unter Druck Lulu machen soll und es geht nicht? Genau so war das bei mir. Ich habe getrunken und getrunken und getrunken und ich hatte 0 Druck auf der Blase. Also da ist nicht mal mehr ein Tröpfchen rausgekommen. So, jetzt war endlich der Zeitpunkt da. Ich konnte auf Toilette gehen, zack, schnell Pipi auf Stäbchen, gucken, dass man auch ja nichts daneben verschüttet oder so, weil ich hatte ja nichts mehr. Test wieder an die Seite gelegt und jetzt war es wirklich so wie wahrscheinlich bei jeder anderen Frau, die einfach genau nebendran stehen bleibt, ja. Nicht so wie beim ersten Mal, I go mind my business und noch ein bisschen nebenher gesaugt und die Hund und Katze noch gefüttert, nein. Jetzt hatte ich den Schwangerschaftstest also wirklich da liegen und wir waren eye to eye und ich habe geschaut und ich habe geguckt und es war wieder ein ganz leichter Strich zu sehen. Jetzt war ich also in diesem Keller, wusste nicht, was ich tun sollte. Meinen Mann wollte ich nicht kontaktieren, ich wollte meine Schwiegereltern, ich wollte nicht Bescheid sagen, weil ich einfach keine Rehe scheu machen wollte. Dann habe ich angefangen zu googeln, Schwangerschaftstest, leichte Linie. Und die haben alle genauso ausgesehen wie bei mir und die waren alle positiv. So, jetzt habe ich natürlich irgendjemand zum Quatschen gebraucht, weil ich mir immer noch nicht sicher war. Meine Mutter wollte ich auch nicht kontaktieren, weil ich Schiss hatte, die kriegt mir einen Herzinfarkt ohne Grund, wenn es dann doch negativ gewesen wäre. Also dachte ich mir, okay, ich kontaktiere meine Doris und meine Anne Maus. Problem war aber, Anne war ja an dem Wochenende bei Doris in Österreich und Anne war zu dem Zeitpunkt auf dem Weg zurück nach Deutschland. Jetzt wollte ich Anne nicht wild machen, ohne Grund. Nicht, dass die mir noch an den Baum fährt, weil sie hatte ja auch ihre 2 Kinder und ihren Mann dabei. Und da habe ich mir gedacht, nee, ich frage jetzt einfach mal Doris, ob sie einen kurzen Moment Zeit hat, um zu quatschen, ja, und dann habe ich ihr auch gesagt, auf WhatsApp war das genau, habe ich ihr eine Nachricht geschrieben, von wegen, sag mir ganz genau, was du siehst und habe ihr dann ein Bild von meinem ersten Schwangerschaftstest geschickt, nein, von meinem 2., genau, weil der 2. war dann ein bisschen stärker wie der 1. Ja, und dann hat sie mir eine Sprachnachricht zurückgeschickt, von wegen, ja, ich sehe einen 2. Strich, vielleicht solltest du aber einen 2. Schwangerschaftstest machen.
ich glaube, du bist schwanger. Und da bin ich dann halt komplett abgedreht, hab geheult, hab gezittert, ja, und hab ihr dann halt zurückgequatscht, von wegen, das ist mein zweiter Schwangerschaftstest, der erste sieht genauso aus. Und dann meint sie zu mir, okay, Sandra, ganz ruhig, komm runter, ja, momentan, es sieht so aus, als ob du schwanger bist. Gut. Jetzt war ich also in dem Keller gesessen, wusste nicht, bin ich schwanger oder nicht, weil hätte jetzt natürlich auch nach hinten losgehen können und einfach nur, weil es war wirklich ganz dezent. Hätte ich mein altes Handy noch mit meinen alten Bildern, hätte ich euch das zeigen können, aber die ganzen Bilder sind eben weg. Es war wirklich sehr dezent und umso länger man gewartet hat, irgendwann war die zweite Linie eben auch weg, ja, die war verdunstet. So, jetzt musste ich auf meine Schwiegereltern warten, weil ich hatte kein Auto und ich musste unbedingt zu Walmart, um mir einen digitalen Schwangerschaftstest zu kaufen. Kennt ihr bestimmt, ne? Zack, Bibi auf Stäbchen und dann steht da drauf, schwanger, nicht schwanger. Also das krieg sogar ich hin, ne? Da wusste dann auch ich sofort, was Sache ist. Ich also zu Walmart gefahren und mir gleich mal zwei gekauft, ja? Also so zwei Pakete mit insgesamt vier Stück. Könnte ja was schief gehen. Wieder nach Hause gefahren. Jetzt steht auf diesen Tests natürlich drauf, man soll Morgenurin verwenden. Mutti konnte natürlich nicht warten. Nein, ab, zack, rein ins Badezimmer. Becherchen vollgefüllt. Ja, diesmal musste ich. Und gleich mal drei Tests reingetunkt. Und dann stand dort innerhalb von 3 Minuten, da hat dann so eine Uhr, ja, getickt. Und innerhalb von 3 Minuten sollte man dann eben sein Ergebnis haben mit Wochenbestimmung. Ja, ja, also ich habe mich da nicht lumpen lassen und habe da richtig Geld für liegen lassen für die Schwangerschaftstests. Nicht nur schwanger, nicht schwanger, nein, sondern auch mit Wochenbestimmung. Und wirklich innerhalb von 30 Sekunden alle drei Tests pregnant und dann stand eben dort one. To two, also 1 bis 2. Und das war dann wirklich in der 3., 4. Woche. Also ich war absolut am Anfang. Also ich glaube, das Ei wusste noch nicht mal, dass es befruchtet war, wusste ich schon, dass ich schwanger bin. Und bin dann natürlich aus allen Wolken gefallen. Ich musste mich dann erstmal hinsetzen, habe es wirklich kaum glauben können. Vor allem, ich hatte ja auch null Anzeichen. Also ich habe ja keinen Schwangerschaftstest gemacht wegen Anzeichen, sondern einfach nur ja, aus der Neugier heraus, weil Sex, ja, war da, unverhüteter Sex eben auch. Also die Chance war gegeben. Jetzt saß ich da, jetzt musste ich natürlich mit irgendjemand drüber quatschen, ne? Ich habe dann Doris nochmal Bescheid gegeben und hier und von wegen digitaler Schwangerschaftstest und die war dann auch total neben der Spur. Und dann habe ich meiner Mutter eine E-Mail geschrieben, ob wir telefonieren können. Und habe ihr dann ein Bild geschickt von dem Schwangerschaftstest. Und wie ich dann mit ihr am Telefon war, habe ich zu ihr gesagt, geh mal zu deinen E-Mails. Und war natürlich auch ganz komisch, ja, weil ich war ganz ruhig. Und ich meine, ich habe 2 Stunden oder 1 Stunde vorher erfahren, ich bin schwanger. Und habe dann auch erstmal so ein paar Minütchen für mich gebraucht. Und dann meint sie, was ist denn los? Bist du sauer? Ich sage, nee, ich bin nicht sauer. Ich sage, jetzt mach einfach mal die E-Mails auf. Hat mir dann schon wieder alles viel zu lang gedauert. Ja, und dann war Mama am Computer und sie macht die E-Mail auf und eben auch das Bild. Und dann meint sie so, was ist denn das? Und dann heißt er, ja, guck doch mal. Und dann meint sie, bist du schwanger? Er sagt, ja. Und dann war Ruhe am Telefon. Also wirklich absolute Ruhe. Ich habe nichts gesagt, Mama hat nichts gesagt. Und dann ging's los, ne? Von wegen, ja, wie geht's dir? Und ist alles in Ordnung? Und sie hat es, glaube ich, auch sehr, sehr lange gar nicht glauben können und realisieren können, ja? Weil es war seit sehr, sehr langer Zeit ein ganz großer Wunsch von mir und meinem Mann und es hat einfach nicht geklappt und nicht funktioniert und plötzlich war das da, ja? Und natürlich, natürlich, wie soll es auch anders sein, in so wichtigen Situationen, wer ist nicht da? Ja, Schatzi, ja? Schatzi war natürlich mal wieder nicht da und dann ging es für mich einfach darum, sag ich ihm etwas oder nicht? Ja, ich wusste, ich bin sehr am Anfang, also es ist wirklich in der ersten Atlanta-Woche passiert. Wir sind ja am 3. Februar sind wir in Atlanta angekommen, das muss man sich mal vorstellen. Wir waren 2,5 Jahre auf Hawaii,
ja? Und ich will ja jetzt nicht groß hier ins Detail, aber Sex war vorhanden, ja? Gerammelt wie die Hasen. Und es ist nichts passiert. Nichts. Nicht einmal mit Hormontherapie, ja? Also mein Uterus, der hat da absolut die Schotten dicht gemacht und hat gesagt, ne. Also hier auf Hawaii, ne, ich lass nichts rein. Und dann kommen wir nach Atlanta, nach unserem stressigen Umzug und leben im Keller. Und da hat sich dann mein Uterus anscheinend dazu entschlossen, die Schwimmerchen von meinem Mann reinzulassen. Und es ist wirklich in der ersten Woche passiert. Und ja, ich wollte natürlich meinem Mann Bescheid geben, aber er war dann mittlerweile auf der Warrant Officer Schule. Ich wusste, ich bin ganz am Anfang und am Anfang ist es ja immer die Alles-oder-Nichts-Regel. Und ich wollte einfach nicht, dass er vom Kopf her bei mir ist, weil es war wichtig, dass er sich darauf konzentriert. Er hat 7 Jahre lang dafür gekämpft, in diese Schule reinzukommen, das wirklich nicht einfach ist. Und ich wollte jetzt einfach nicht, dass er mit dem Kopf bei mir ist, obwohl er dort gebraucht wird. Also habe ich für mich gesagt, nein, diese nächsten 4, 5, 6 Wochen, die kriegst du rum. Vor allem, weil mein Mann und ich ja so gut wie gar nicht gesprochen haben. Wenn wir telefoniert haben, habe ich immer ihm Fragen gestellt, ja, weil ich gar nicht wollte, dass er auf mich kommt, weil ich hatte ja, ich hatte kein schlechtes Gewissen, weil ich habe ihn ja nicht angelogen. Hätte er mich gefragt, bist du schwanger, hätte ich natürlich gesagt, ja. Aber ich wollte eben immer ihm gar keine Chance geben, ja. Schatzi, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Oh ja, nix, regnet, ne? Ich habe ein Krümelchen von dir im Bauch. Das war halt immer, es war sehr schwer, aber es war für mich die richtige Entscheidung. Ich weiß, viele hätten das so nicht gemacht, das haben mir auch einige geschrieben, aber das ist ja immer jedem seine Sache, ja? Und ich denke mir einfach, manchmal muss man sich hinten anstellen und mein Mann hätte in dieser Situation nichts machen können. Das ist einfach so. Auch wenn das Ganze jetzt nach hinten losgegangen wäre. Natürlich wäre es schade gewesen oder ich hätte ihn gern bei mir gehabt, aber im Endeffekt ist es ja auch seine Karriere, ja? Und ja, also ich habe die Entscheidung für mich damals getroffen. Ich stehe da auch immer noch hinter. Mein Mann, der hat sich 1000-mal bei mir bedankt, obwohl er gesagt hat, er hätte sich trotzdem weiter auf die Schule konzentriert. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Point blank, es ist jetzt so, wie es gewesen ist. Und mein Mann hat am 5. April, also einen Tag vor seiner Abschlussfeier, da habe ich ihm dann gesagt, dass er Papa wird. So, ja, jetzt haben natürlich auch viele gefragt, wie hast du es deinem Mann gesagt, ja, oder deiner Familie? Also Mama hatte ich ja euch gerade eben erzählt. Ich habe dann auch am selben Tag, wie ich Mama gesagt habe, dass ich schwanger bin, meinen Schwiegereltern Bescheid gegeben, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich bis dato sehr, sehr viel im Haus gemacht habe, ja. Also ich habe sehr viel Möbel rumgerückt und habe viel aufgeräumt und ausgeräumt und ich meine, die Schwiegereltern sind auch nicht mehr die Jüngsten und ich wollte einfach viel helfen und da kommt dann halt wieder diese Alles-oder-Nichts-Regel zum Vorschein und ich wollte einfach nichts tun, was mir oder dem Kind schaden könnte, ja. Ich wollte aber auch nicht, dass meine Schwiegereltern denken, boah, Sandra, bist du faul geworden, weil ich vorher so viel gemacht habe. Und dann plötzlich nicht gar nichts, aber viel weniger. Ja? Und ich wollte ihnen einfach Bescheid geben. Ich hatte zwar ein schlechtes Gewissen, weil ich wollte eigentlich, dass mein Mann vor allen anderen Bescheid weiß. Aber das ging in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt einfach nicht, weil ich ja mit den Eltern gelebt habe. Ne? Und genau, die Eltern, die haben sich natürlich auch megamäßig gefreut, die sind mir fast vom Stuhl gefallen und wollten es dann plötzlich jedem erzählen. Da habe ich gemeint, nein, also ihr wartet jetzt wirklich, bis es euer Sohn weiß, was für die zwei dann auch sehr schwer war. Aber man muss dann auch sagen, sie haben mir wirklich jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Ja, wenn ich gesagt habe, boah, das hätte ich jetzt gern oder das hätte ich jetzt gern. Es war immer nur eine Frage der Zeit, fährt jetzt Schwiegervater oder Schwiegermutter los, um mir das zu holen. Obwohl ich das so eigentlich gar nicht gemeint habe. Ja, aber plötzlich, sie haben alles aufgesaugt, was ich gesagt habe. Und natürlich viele Tipps. Und das bekommt man ja dann generell von allen Seiten, ne? Ja.
Und genau, wie ich dann meinen Schwiegereltern Bescheid gegeben habe, bin ich nochmal zu Walmart gefahren am 13. März. Also, dass ich an dem Tag nicht noch mit rotem Teppich und Handschlag begrüßt worden bin, war wirklich alles. Weil ich mir dann entkoffinierten Kaffee gekauft habe. Also auf meinen Kaffee verzichte ich nicht. Dann habe ich mir Schwangerschaftsvitamine gekauft mit Folsäure und Eisen und Magnesium und was man eben alles so braucht. Und auch ganz wichtig, ich habe mir eine Maske und einmal Handschuhe gekauft, weil ich ja Simbas Katzentoilette sauber machen muss. Und das ist etwas, das sollte man in der Schwangerschaft nicht. Ja? Da gibt es eine Krankheit, Toxoplasmose heißt es, glaube ich, was für Schwangere sehr gefährlich sein kann, sehr, sehr gefährlich ist. Und deswegen habe ich in der Zeit die Toilette von Simba immer mit Maske und mit Handschuhen sauber gemacht und danach dann auch immer sofort Hände gewaschen und desinfiziert. Ja, mittlerweile ist es die Aufgabe von meinem Mann. Also Schatzi macht jeden Morgen Simbas Katzentoilette sauber, muss ich mich auch gar nicht mehr drum kümmern. Und ja, aber das waren jetzt mal so die ersten Erlebnisse. Ja, also ich habe am 13. März doch schon einiges gemacht. Rauchen, habe ich euch gesagt, ich rauche nicht mehr. Viele können das jetzt vielleicht nicht nachvollziehen, aber mir fiel es schwer. Mir fiel es sehr schwer. Es fällt mir heute auch noch schwer. Natürlich weiß man, warum man aufhört. Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Das bedeutet, ich rauche seit knapp 20 Jahren viel. Sehr, sehr viel habe ich geraucht. Und ich komme zwischendurch immer wieder mal an einen Punkt, wo ich mir denke, boah, ja, jetzt eine Zigarette, das wäre, ne? Weil ich bin eben auch jemand, ich bin ein Nichtesser, wenn ich gestresst bin und rauche dafür umso mehr. Und jetzt muss ich das ja alles umdrehen, ja? Weil ihr habt ja mitbekommen, wie viel Stress ich in den letzten Wochen hatte. Gerade jetzt dann auch mit der Schwangerschaft und mit dem Warrant Officer und mit den Umzügen und der Fahrerei. Und ich bin dann eigentlich jemand, ich mag es überhaupt nicht zu essen. Jetzt muss ich essen, ja? Und jetzt kann ich nicht rauchen. Also es ist das komplette Gegenteil von dem, wie ich eigentlich gelebt habe. Und viele schwangere Schätzeleins haben mir geschrieben, oh, und dir ist es so leicht gefallen und wie hast du das gemacht? Und nein, leicht gefallen ist es mir nicht. Ich weiß, es gibt Frauen, die finden raus, sie sind schwanger und in der Sekunde hören sie auf zu rauchen und denen macht es auch nichts aus. Finde ich auch wunderbar, ist auch richtig so. Aber leicht gefallen ist es mir nicht. Und ich denke, ich bin auch relativ sicher, wenn ich dann nicht mehr schwanger bin, werde ich auch wieder rauchen, weil es mir einfach fehlt. Ja, das ist, ich mag den Geschmack, das sind Dinge, das kann ein Nichtraucher niemals nachempfinden. Ja, oder darüber diskutiere ich auch nicht. Das ist mein Empfinden, es ist mein Leben und es ist mein Körper. Die Tatsache, dass ich jetzt aber Verantwortung für mein Krümelchen trage, lässt mich natürlich bestimmte Dinge anders sehen oder mich anders verhalten. Aber bitte, das ist jedem seine Sache, was er tut und keiner hat das Recht anzugreifen oder angegriffen zu werden. So, das war jetzt das Wort zum Montag. Genau. Ja, also, wie habe ich es dann meinem Mann gesagt? Es war dann also der 5. April. Mein Mann wurde für den Tag von der Schule entlassen. Er durfte abends mit zu mir ins Hotel. Er kam dann also, hat sich dann, ja, hat erstmal Hallo zu jedem gesagt, zu seiner Familie, ist dann ins Zimmer, hat sich umgezogen, weil er ja noch in seiner Uniform war. Und ich hatte ihm eine Tüte vorbereitet, ja, mit einem frischen Schwangerschaftstest. Also ich habe dann morgens nochmal einen gemacht, der 1172. oder so, weil diese digitalen, die Anzeigen sind immer nur für 24 Stunden da und ich wollte eben auch einen Schwangerschaftstest mit in die Tüte reinlegen. Und ja, Mama hatte ihm ganz viele Haribos geschenkt, also er mag ja diese kleinen Haribo-Tüten und die Tüte war eigentlich fast voll bis oben hin und dann habe ich ihm auch noch ein paar Babyschüchchen gekauft, die kann ich euch zeigen. Ja, so süß!
da wir ja nicht wissen, ob Junge oder Mädchen, also das ist eine der Fragen, die ist öfter gekommen, ob wir das schon wissen. Nein, das wissen wir nicht. Bekommen wir, wenn alles spitzenmäßig läuft, in der 16. Woche, aber doch wahrscheinlich eher in der 20. Woche. So, und da wir jetzt natürlich nicht wussten oder ich nicht wusste, ob Krümel oder Krümeline, habe ich etwas, ja, gekauft, was so oder so. Und das sind hier diese Babyschüchen, ja, mit Teddybärchen und dann so kleine Öhrlis dran. Und oh, ich finde die so süß. Richtig. Ja, und diese Schüchen habe ich ihm dann in die Tüte mit reingelegt. Und natürlich eine Karte, ja, eine herzlichen Glückwunschkarte, aber jetzt nicht zum Papa werden, sondern zum Warrant Officer, weil das war ja eigentlich so dieses Event dahinter. Und dann habe ich ihm, wie gesagt, die Karte gegeben und dann saß er so da und Maximus saß auf dem Boden und Simba saß auch irgendwo und überall war Zeug gelegen im Hotelzimmer und dann nimmt er so die Tüte und dann packt er die Karte aus und liest es so und guckt mich noch so an und meint so, oh, I love you too, weil da stand ja gar nichts von dem Baby drin, es war einfach nur herzlichen Glückwunsch und ich bin stolz auf dich und ja, mal gucken, was die nächsten Jahre uns noch so entgegenkommt und ja, und dann greift er so in die Tüte rein und holt ein paar Haribos raus und dann hat er gegrinst wie ein Honigkuchenpferd, ja, also wirklich wie ein kleines Kind hat er sich über diese Haribo gefreut. Und dann hat er eben diese Schüchchen rausgezogen und guckt sich die Schüchchen noch so an und will sie schon fast auf die Seite legen und nimmt sie zurück und guckt mich an und meint so, are you serious? Also, ist es das, was ich denke? Ja? Und dann habe ich gemeint, ja, warte mal, ich sag, du musst mal in die Tüte reingucken, da ist noch was drin. Und dann meint er, ja, are you serious? Er sagt, jetzt guck doch mal in die Tüte rein. Und dann wurde er total hektisch und ist da die Tüte durchgegangen, bis er dann halt eben einen Schwangerschaftstest in der Hand hatte. Und dann guckt er sich das so an und dann hat er wieder zu mir hochgeguckt, weil er saß unten auf dem Boden und ich saß oben auf dem Bett. Und die Augen wurden immer größer und immer röter. Und dann hat er mich wieder gefragt, are you serious? Und dann habe ich gemeint, ja, du wirst Papa. Und das sind dann halt schon die Tränchen gekullert. Ne? Also da muss ich jetzt auch aufpassen. Das war wirklich sehr emotional, weil ich habe mich so lange zusammengerissen, ihm nichts zu sagen über Wochen hinweg. Und dieser Druck, dieser Stress wurde immer größer. Und ich hatte einfach das Gefühl, okay, so langsam, wir kommen wirklich unserem Ziel entgegen. Er ist jetzt fast Warrant Officer und das nächste ist dann Missouri und unser Haus. Und der ganze Stress von den letzten Wochen ist mir dann auch irgendwie so von den Schultern gefallen. Und ja, ich habe mich einfach so gefreut zu sehen, wie er sich freut. Und es war ein Moment, ein Gesichtsausdruck, den ich nie mehr vergessen werde. Also es war wirklich sehr, sehr emotional. Ja. Und ja, wir sind uns dann natürlich erstmal minutenlang nur im Arm gelegen und beide geheult und drüber geredet. Und dann sind wir aber auch zu den Eltern raus, weil die Familie, Bruder und Schwester waren ja auch da. Die wollten ja auch Zeit mit ihm verbringen und dann haben wir es aber auch jedem gesagt und die haben sich alle total gefreut. Und wir sind dann abends noch essen gegangen und ja, wir sind dann aber abends auf dem Bett eingeschlafen, noch mit unseren Kleidern an und Simba und Maximus lagen auf uns drauf und am nächsten Tag mussten wir ja schon wieder super früh aufstehen, weil dann war ja die Abschlussfeier und dann weiter nach St. Louis, um das Auto abzuholen und Missouri und also wie ihr seht, es war wirklich eine ganze Menge los bei uns, ja, und natürlich hatte ich Schwangerschaftsanzeichen oder Symptome, ganz klar. Also ab dem Tag, wie ich wusste, ich bin schwanger, hatte ich dann auch wirklich Symptome. Ja, ob das jetzt da eine Kopfsache war, ich weiß es nicht. Aber ich hatte plötzliches Ziehen im Unterleib. Ich hatte super empfindliche Brüste. Also die sind ja, Leute, duschen hat wehgetan, ja. Oder T-Shirt drüber ziehen, ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe mittlerweile solche Hupen, ja, das habe ich euch ja im letzten Video schon gesagt. Ich habe richtige Ballons bekommen, also Minimum eine Größe größer wie vorher. Stramm, ohne Ende, ja, also das ist ja, ich sag ja, Frauen bezahlen Geld dafür, um so hier Holz vor den Hütten zu haben, wie ich momentan.
Das ist jetzt aber etwas, das lässt jetzt in den letzten Tagen nach. Ja? Also das hier jetzt zum Beispiel so anfassen, das ging vor ein paar Wochen überhaupt nicht. Das war alles, es hat wehgetan, es war sensibel, es hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und das geht jetzt aber alles wieder, worüber ich auch sehr froh bin. Weil ich nämlich auch jemand bin, ich schlafe gerne auf dem Bauch. Ging vor ein paar Wochen überhaupt nicht. Und jetzt so seit 5, 6 Tagen merke ich, das lässt jetzt alles so langsam nach. Ja, diese Über-Sensibility, es ist nicht mehr ganz so schlimm, kann ich momentan mitleben. Ziehen im Bauch habe ich weiter, wenn ich viel mache, wenn ich viel stehe, wenn ich viel laufe. Da lässt mich Krümelchen dann schon wissen, so Mutti, jetzt ist aber gut. Ne? Jetzt setzt du dich mal hin und machst eine Pause. Das mache ich dann auch auf jeden Fall. Ich bin es zwar immer noch gewohnt oder so, es ist einfach in mir, den ganzen Tag aktiv zu sein. Geht aber nicht, weil auf der anderen Seite, ich bin schrecklich müde. Ja? Also ich laufe euch manchmal vom Schlafzimmer in die Küche und man könnte meinen, ich bin in Marathon gerannt, weil ich auch sehr kurzatmig bin. Also es gibt Tage, da habe ich das überhaupt nicht. Und dann gibt es Tage, da ist es so schlimm, da kriege ich schon richtig Panik, ja, weil ich wirklich kaum atmen kann. Genau. Wartet. Ich guck mal hier in meine schlauen Notizen rein. Ach genau, das wollte ich auch noch sagen. Ja, also es war jetzt natürliche Befruchtung, ja, also da war jetzt nichts nachgeholfen oder so, weil eben die ein oder andere gefragt hat. Ziehen im Unterleib, Übelkeit, ja, also in den ersten 2, 3 Wochen, da hatte ich Übelkeit, wobei ich muss sagen, es war mehr so ein flaues Gefühl im Magen, ja. Es gibt, glaube ich, so 4, 5 Tage, da habe ich mal gespuckt, aber mehr nicht. Also das ist wirklich was, da bin ich von verschont geblieben. Alles andere habe ich wirklich durch die Bank durch. Aber so diese typische Morgenübelkeit, oder viele Frauen haben es ja auch abends, Übelkeit generell, muss ich sagen, habe ich eigentlich nicht. Nö. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie super empfindlich, was Gerüche angeht. Geschmack, ja, da kommen wir gleich drauf. Aber dass es jetzt irgendetwas gibt, was ich nicht mehr riechen kann, nee. Blähbauch, ja. Also ich hatte innerhalb von, ich würde mal sagen, 2, 3 Tagen, nachdem ich den Schwangerschaftstest gemacht habe, hatte ich einen Blähbauch. Und natürlich habe ich mich schlau gelesen, ja, mit Tante Google. Ich habe natürlich gedacht, das ist schon ein Babybauch, was in der 3., 4., 5. Woche absolut nicht sein kann. Das sind einfach Blähungen, ja, viel Luft im Bauch. Also das habe ich auf jeden Fall, das habe ich auch bis heute. Also es hat mit Blähungen angefangen und ging dann schön in die Verstopfung rein. Kann ich immer nur wieder sagen, Pflaumensaft, Schätzeleins. Also bei mir hat es einen durchschlagenden Effekt. Durchspülung von oben bis unten, da ist mal der komplette Körper entleert. Muss ich, so ein-, zweimal in der Woche muss ich das schon machen, ja. Also die Verstopfung, die habe ich weiterhin, Blähung jetzt eigentlich gar nicht mal so sehr. Ja, und natürlich Pipi-Gänge, ne? Also ich musste sehr oft auf Toilette und wenn es nur ein paar Tröpfchen waren. Ich habe dann zwar immer gemeint, ich habe eine Blase wie so ein Brauereipferd, aber im Endeffekt waren es nur ein paar Tröpfchen. Das muss ich sagen, das ist jetzt nicht mehr so schlimm, also tagsüber, aber nachts, also über die Nacht muss ich halt mehrere Male aufstehen. Selbst wenn ich jetzt, wenn ich weiß, okay, ich gehe jetzt ins Bett, gehe ich nochmal ins Badezimmer, ja, nochmal schnell auf die Pipi-Box. Ich muss trotzdem in der Nacht aufstehen und muss auf Toilette. Also das ist halt was, das kenne ich von mir auch nicht. Obwohl ich jemand bin, ich habe schon immer sehr viel getrunken. Aber dass ich jetzt nachts aufstehe, um auf Toilette zu gehen, das ist für mich auch neu. Und ich glaube, umso weiter man wird, also umso länger die Schwangerschaft, umso stärker wird es ja dann auch. Weil das Kind liegt ja dann auch auf der Blase und ja. Ich freue mich. So, genau. Also dann haben wir die erste Seite haben wir abgearbeitet. Wie habe ich Schatzi gesagt? Dann kamen mehrere Anzeichen dazu. Richtig. Also am 5. April, wie ich es dann meinem Mann gesagt habe, da habe ich dann gemerkt, da ist irgendwie wie so eine
wie so eine Schleuse in mir aufgegangen, ja? Also da kamen dann noch mal ein paar mehr Symptome dazu. Ich weiß nicht, ob mein Körper dann wusste, okay, jetzt weiß der Papa vom Kind auch Bescheid, jetzt hauen wir da noch was oben drauf. Aber ich hatte dann plötzlich ganz starke Hautprobleme, ja? Also Pickel ohne Ende, auch heute. Deswegen habe ich auch kein Gesicht gemalt, weil ich momentan einfach so wenig wie möglich auf meine Haut draufklatschen möchte. Was eine Woche lang ganz schlimm war. Also da habe ich auch, das hat so, so weh getan. Ich hatte entzündetes Zahnfleisch. Von jetzt auf gleich. Ich kann euch nicht sagen, warum, wodurch. Ich mache jetzt auf jeden Fall 3 Kreuze, dass ich in Hawaii noch so zum Zahnarzt gegangen bin, wie ich gegangen bin, ja, dass meine Zähne momentan top sind, gesund, schön nicht, ja, wissen wir ja auch, aber gesund und sauber, ja, weil Zahnpflege in der Schwangerschaft ist auch ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und also 2-mal am Tag die Zähne putzen Minimum und natürlich auch Zahnseide und also da gucke ich momentan wirklich sehr, weil in dieser Woche, wie ich diese Zahnfleischprobleme hatte, es hat so wehgetan. Ich konnte kaum sprechen, ich konnte kaum kauen. Mein komplettes Zahnfleisch war aufs Dreifache angeschwollen. Also ich hatte wirklich so eine Lelle, ne? So. War nicht schön, war nicht sexy und war auch nicht angenehm. Und ja, da habe ich dann aber auch gelesen, dass sehr viele Frauen damit zu kämpfen haben in der Schwangerschaft. Und habe dann jeden Tag mit Meersalz meine Mundhöhle sauber gemacht und gespült und Honig. Honig hat mir auch sehr geholfen. Klingelt's Telefon, Moment. So, sorry Schätzlein, Schatzi hat gerade angerufen, er kommt heute ein bisschen früher nach Hause. Ist klar. Sonst ruft er mich nie an, aber wenn ich ein Video mache, dann wird früher nach Hause gekommen oder es wird angerufen. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, bei meinem entzündeten Zahnfleisch. Also Meersalz hat mir da wirklich sehr gut geholfen, um das Ganze auszuspülen. Und Honig. Ich habe mir dann immer Honig auf meinen Finger und habe mir damit so mein Zahnfleisch eingerieben, weil das eben auch entzündungshemmend ist. Und danach habe ich dann wirklich immer ja, so eine richtige Erleichterung gemerkt. Also solltet ihr damit Probleme haben, probiert es auf alle Fälle mal aus. Und natürlich ganz weiche Zahnbürsten. Ja, also jetzt nicht das Härteste vom Härtesten und am besten noch mit dem Schlagbohrer durch, sondern wirklich ganz weiche Zahnbürsten. Wenn das Zahnfleisch sowieso schon so entzündet ist und angeschwollen, dann ist es eben noch leichter, um sich da was aufzureißen. Ich denke, ihr wisst, was ich sagen möchte. Schatzi hat mich jetzt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Bin jetzt auch ein bisschen außer Atem. Seht ihr? Dabei bin ich jetzt nur ins Wohnzimmer gelaufen, um das Handy zu holen. Piercinge. Ja, der ein oder anderen ist es aufgefallen. Ich habe kein Zungenpiercing mehr. Ich habe generell überhaupt kein Piercing mehr. Nur noch meine Nase. Also ich hatte ja Brustpiercing, Bauchnabel, Intimpiercing. Ich hatte eigentlich alles. Ja, irgendwann mal. Ich musste jetzt aber wirklich alles rausmachen, weil ich gemerkt habe, meine Haut verträgt das nicht. Es war nicht entzündet, also jetzt nicht irgendwie eitrig oder dass eine Flüssigkeit rausgekommen ist, aber ich habe einfach gemerkt, es hat sich nicht normal angefühlt. Gerade wie dann noch das mit dem Zahnfleisch war, dann hat mein Zungenpiercing extremst angefangen weh zu tun. Dann habe ich irgendwann Brustwarzenpiercing gemerkt und dann habe ich mir gedacht, nee, komm Sandra, mach das alles raus. Habe ich jetzt auch alles raus, bis auf die Nase. Und Nase wird auch drin bleiben, weil ich glaube, das war das schmerzhafteste Piercing, was ich mir habe stechen lassen. Und mit diesem Ding werde ich auch beerdigt. Ja, also das kommt hier nicht so einfach raus. Aber alles andere habe ich rausgemacht. Ich muss aber schon sagen, Schätzeleins, ihr habt Adleraugen, gell? Ihr seht ja echt alles. So. Ja. Verstopfung haben wir angesprochen, müde. Ja, müde bin ich weiterhin. Ich glaube auch nicht, dass sich das irgendwie ändert. Jetzt im zweiten Trimester, also 4., 5., 6. Monat, sagen ja sehr viele Frauen, dass sie eine Besserung merken. Ja, dass sie von der Schwangerschaft eigentlich überhaupt nichts merken, bis auf den Babybauch. Da bin ich dann jetzt auch mal gespannt, aber da sprechen wir dann im nächsten Update drüber.
Seit circa 2 Wochen habe ich Gelüste. Aber sowas von Kuchen, Kekse, Schokolade, alles was süß ist, könnte ich momentan, ständig, 24/7. Also egal ob morgens zum Frühstück. Frühstück, auch ein Thema für sich, kommen wir gleich drauf, ja. Aber alles backen. Ich könnte momentan auch jeden Tag backen. Ja, das sind ja Dinge, das kennt ihr von mir gar nicht. Ich bin auch weiterhin keine Koryphäe in der Küche, Schätzelein, aber ich probiere, ne? Und ich probiere mich auch aus und ich muss auch sagen, ich bin selbst überrascht, was da manchmal rauskommt, weil es schmeckt echt gut. Aber ja, frittiertes Essen. Leute, alles, was frittiert ist, ihr könntet mir einen alten Schlüpper könntet ihr mir hinlegen. Wenn der frittiert ist, ich esse euch den. Ernsthaft. Also, das sind momentan so meine Gelüste. Seit ungefähr 4 Tagen, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, ich kann kein Fleisch und Fisch mehr essen. Mir wird es alleine vom Geruch her, wird es mir schlecht. Und spätestens, wenn ich es in den Mund nehme, die Konsistenz, der Geschmack, da dreht es mir den Magen um. Und ich muss wirklich spucken, ja. Also selbst bei Dingen, die, da wisst ihr ja, lieb ich. Fleischkäse, Wienerle, Schnitzel, oh, Burger. Schatzis berühmte Mama Burgers. Ich kann es nicht essen. Es geht nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ist ja auch nicht schlimm, ja. Also ich versuche es immer wieder mal. Oder wenn jetzt dann auch mein Mann was isst, versuche ich ein Stückchen zu essen. Aber ich werde mich jetzt einfach auf Nudeln und Kartoffeln und Gemüse und Obst werde ich mich jetzt konzentrieren. Weil Fisch und Fleisch geht bei mir überhaupt nicht. Nein. Und was bei mir auch überhaupt nicht mehr geht, ist kein Frühstück. Da habt ihr wahrscheinlich auch nie gedacht, dass ihr das mal von mir hört, aber weil ich ja eigentlich kein Frühstücksesser bin, überhaupt nicht. Ich war ja immer jemand, ich musste es mir ja morgens richtig reindrücken. Wenn überhaupt mal ein Smoothie, ja, oder einen kleinen Keks oder irgendwas, dass man überhaupt was im Magen hat, weil ich es einfach nicht gewohnt war, morgens etwas zu essen. Ich mag es nicht, bis jetzt. Ich muss jetzt morgens etwas essen. Und ich spreche nicht von einem Keks oder einem Smoothie oder nein, sondern wirklich Frühstück. Ich liebe es zu frühstücken. Brot mit Käse und Wurst und Mama, halt dich fest. Nutella. Nutella, Schätzelein. Nutella ist etwas, das habe ich nie gegessen. Das hat es in meinem Haus nicht mal gegeben. Ich bin süchtig nach Nutella. Das ist der Wahnsinn. Egal ob Nutella-Muffins oder mit dem Löffel rein und nur den Löffel abgeleckt oder so dick aufs Brot drauf mit Butter drunter. Und die eine oder andere kriegt jetzt bestimmt gerade das Kübeln. Aber Nutella ist eine geile Sache. Ja. Und ist momentan bei mir auch absolutes Pflichtprogramm, das im Haus zu haben, weil ohne geht bei mir nicht mehr. Genauso wie Frühstück. Also ich wache auf und mache mir meinen Kaffee und fütter meine Kleinen und dann mache ich mir Frühstück, weil sonst geht's nicht. Mir wird da echt schlecht und ja, also Krümelchen verlangt da schon das morgendliche Essen. Ich bin da auch mal echt gespannt, wie das dann nach der Schwangerschaft wird, weil man hat ja dann so seine Routine, ne? Das kennt man ja dann. Aber ob dann nach der Schwangerschaft mein Körper sagt, nee, jetzt mag ich nicht mehr, geh mal wieder zu deinem Kaffee und Zigaretten und das reicht mir, das sehen wir dann. Aber Frühstück ist eine geile Sache. Jo, worauf habe ich Gelüste im Spezifischen? Ja, also Ballisto, wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass mir meine liebe Marion-Maus, ich grüße dich, mein Schatz, einen Umschlag geschickt hat, der vollgesteckt war mit Ballisto bis oben hin, weil sie mich nämlich mal vor einer Woche oder zwei gefragt hat, ob ich was brauche. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie mir ein Ballisto schicken könnte. Ich hatte aus irgendeinem Grund so Gelüste darauf, obwohl ich die Dinger seit Jahren nicht mehr gegessen habe. Und jetzt geht's gar nicht mehr ohne, ja. Aber die Orangenen, also Schokolade und dann mit Cerealien drin. Mua. Könnte ich für sterben momentan. Milka, diese Milka Tender, ja,
Das ist natürlich auch eine geile Sache. Und ja, da weiß ich zum Beispiel, dass mir meine liebe Jana-Maus Kellertreppchen, dass sie mir gerade einen Wunsch erfüllt. Also da wird dann auch demnächst ein Päckchen bei mir ankommen mit Milka-Schokolade. Aber die Milka-Tender, ne? Nicht die Milka-Schokolade, sondern die Küchlein. Oh, saugeil. Und dann etwas, da komme ich hier leider nicht dran, Apfelstrudel. Fragt mich nicht warum, ich habe ja Apfelstrudel zwar schon immer gern gegessen, aber es war jetzt für mich nichts, wo ich jemand hätte für den Fuß abgeschlagen. Ja? Hätte ich jetzt momentan gerade die Option, Sandra, Apfelstrudel oder Schatzi behält beide Füße, müsste ich drüber nachdenken. Es könnte sein, dass Schatzi einen großen Zeh verliert oder so, nur dass ich mal an dem Apfelstrudel riechen darf. Ja, also das sind so Gelüste, ne? Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und mit Mama habe ich auch telefoniert und Mama macht mir auch gerade ein Päckchen zurecht. Und ich weiß, da sind auch ganz viele leckere Sachen drin und da freue ich mich auch schon drauf. Also alles, was süß ist, ne? So. Und was dann natürlich auch richtig gut für die Büffelhüfte ist. Weil eine Hüfte habe ich ja mittlerweile nicht mehr. Hüfte geht ja, ne? So richtig schön Flaschenform. Nö, bei der Mutti ist das jetzt alles. Pfack. Ja, alles gerade. Ist aber auch normal, habe ich gehört. Ja, und dann gucken wir mal, was dann im Päckchen von Mama drin ist. So. Genau, kein Fleisch, kein Fisch. Schlafprobleme habe ich momentan sehr. Also egal, wie ich liege, irgendwie ist es immer unbequem. Entweder tut es ein Bauch weh oder der Rücken tut weh oder Brust tut weh. Ist momentan alles nicht so der Knaller. Wie viel habe ich zugenommen? Ja, also ich hatte vor meiner Schwangerschaft hatte ich 61 Kilo. Jetzt bin ich bei 64,7. Ja, sind summa summarum 3,7 Kilo. Ne? Ist das richtig? Ja. Und da hat meine Frauenärztin gesagt, das ist auch absolut normal. Also am Ende der Schwangerschaft sollte ich 25 bis 30 Pfund sind dann so 15, 18 Kilo oder so, haben, das wäre okay, ne, mit dem ganzen Wasser und extra Blut und Plazenta und Gebärmutter und Kind und was weiß ich, was da nicht alles noch enthalten ist. Schatzi ist jetzt übrigens auch da. Schatzi? Ja? Ja? You can say hi to the Schätzelein. Schatzi ist auch da. Ja, was haben wir noch? Genau, Ultraschall war dann am 29. April, da hatte ich dann meinen ersten Ultraschall. Das war dann natürlich eine ganz große Sache, ja, weil da hatte man dann wirklich mal so ein Bild vor Augen. Krümelchen war an dem Tag 3,79 cm groß. Well, you might want to put your hand in front of it. Also für alle die, die Schatzi schon vermisst haben, er sagt mal ganz kurz Hallo. I'm doing the pregnancy update. Hallo. Hi. That's the daddy. Yeah, I'm telling him about my pregnancy so far. Und er hält jetzt hier gerade seine Hand, weil hier ist sein Name drauf. So, hi. You doing okay? Yeah, I'm fine. I'm finishing this up and then I'll be out there. Okay. So you take your dog and... Tschüss. Maximus. Genau, also 29. April war dann, wie gesagt, der erste Ultraschall, was dann natürlich eine ganz große Sache war, weil bis dahin, man wusste, man ist schwanger und man hat natürlich auch auf viele Dinge geachtet, aber wenn man dann wirklich mal so ein Bild vor Augen hat, ja, ein bewegendes Bild und Leute, ich kann euch sagen, unser Krümelchen ist abgegangen wie ein Moppe. Ich weiß nicht, ob es da drin eine Party geschmissen hat, aber ich blend euch das Video ein. Es war die ganze Zeit am Bewegen und es hat wirklich so ausgesehen, als ob es uns zuwinkt. Das müsst ihr euch gleich echt mal anschauen. Und das war natürlich ein ganz, ganz rührender Moment, ja, weil das war dann plötzlich, da ist es, ja, da ist es. Und wie die Ärztin dann auch gesagt hat, nein, es ist alles in Ordnung, weil natürlich hatte ich Angst, dass der Stress vielleicht irgendwie dem Kind was angetan hat oder mir was getan hat. Aber wie die Ärztin gesagt hat, nein, es ist alles in Ordnung und dem Kind geht super. Und dann haben wir auch die Herzschläge gehört. Das sind natürlich, das ist schon sehr berührend, ja, muss man schon sagen. Also ich glaube, jede Person mit einem Herzen aus Stein, wenn man sowas sieht, da weicht man dann doch ein bisschen auf. Und es war auch für meinen Mann sehr emotional. Also da sind dann auch ein paar Tränchen geflossen, weil man muss es ja so sehen, der Partner...
wir Frauen, wir machen ja die ganzen Veränderungen durch, ja, und jeden Tag tut was anderes weh oder es verändert sich was oder wir haben Probleme mit unserem Körper und wir sehen und merken Veränderungen und der Partner nicht und dadurch ist diese Connection zu dem Baby noch gar nicht so gegeben, wie jetzt von Mama zu Kind, ja. Und das war dann für ihn eben auch ein ganz, ganz großer Moment, wie er da plötzlich dann sein Kind gesehen hat. And as it goes in, this blackness up here is your bladder. Okay. Okay. And the uterus is down here, and the baby. Okay. And now I'm just kind of like looking around and making sure that I don't find anything else that I did. Look at baby wiggle. Okay. So I don't find any problems and I didn't feel any problems. But look at that child. Oh my God. You got a little wiggle worm. Oh, are you a wiggle worm? I just froze the picture. And I measure from the top of baby's head to the bottom of baby's butt. And you're like 10 and 5 and you're supposed to be 10-3, 10-4. Okay, look at you move, child. Feet, legs. Umbilical cord. Okay. That is the head, babe. And that's the head, yeah. A couple little hands. And that's the arms, right? Yeah, so you see a hand that comes right there. Is it waving at us? Well, it's wiggling. You can say it's waving. Okay. But I'm seeing like the membrane there and the baby. And it's just moving. And the heart. Can we hear the heart? We're gonna try in a minute. Do you see that, babe? Yeah, I'm recording it. It is busy. He's dancing. Okay. Oh my now, God! Can't tell gender yet. Okay. It looks like a little turtle. Ja, also wir haben, wie gesagt, wir haben das Ganze auf Video aufgenommen, eben auch für die Familie, ja, und hier, ihr seid ja alle Großschätzeleins, ich weiß, ihr schreit da alle danach, deswegen dürft ihr euch das dann auch gleich anschauen und guckt aber, wie gesagt, guckt wirklich mal auf das Kleine, ja, weil das ist die ganze Zeit, das ist am Tanzen, Leute, ohne Scheiß, das geht ab wie die Luzi. Ja, also ich habe jetzt meinen nächsten Termin, ich glaube am 18. Mai, ich weiß es gar nicht. Also ich habe hier so ein Buch, so sieht das Ganze aus. Also es ist jetzt kein richtiger Mutterpass, ja, wie es in Deutschland gibt, was ich sehr schade finde, weil ich hätte auch gerne einen Mutterpass gehabt. Ja, aber hier kann man dann halt alles so nachlesen, ja, und wenn man dann Notizen hat, kann man sich das hier eintragen. Und dann ist es halt immer von Phase zu Phase, hier ist jetzt 10. bis 12. Woche. Da bin ich ja jetzt drüber, weil ich bin ja jetzt Nummer 13. Genau, und dann, Moment. Ah ja gut, also von 10. bis 12. Woche und dann nächstes Kapitel ist 16 bis 20. In der Mitte gibt es dann anscheinend nichts. Ja, also hier geht es dann weiter und dann kann man sich das halt alles durchlesen und dann stehen da ganz viele Informationen drin und wie groß das Kind ist und welche Veränderungen man durchmacht und welche Veränderungen die Familie durchmacht und ja, ist eigentlich ganz nett und dann hier vorne hat man dann eben noch so eine kleine Tasche, da ist dann eben auch kann man die Ultraschall-Dinger reinmachen, ja, genau, so. Ich glaube, ich habe alles, Schätzeleins. Also das waren jetzt mal so für mich die ersten 3 Monate. Insgesamt muss ich sagen, ich bin leider, leider keine Frau, die hin und weg ist von der Schwangerschaft. Nein, also ich weiß, ganz viele Frauen hatten die the time of her life while she was pregnant, ja, also wie sie schwanger war. Das habe ich nicht. Also dafür habe ich einfach zu viele Wehwehchen, dafür geht es mir da mal nicht gut oder dann bin ich hier außer Atem und dann bin ich hier schon wieder müde und das sind einfach Dinge, das bin ich nicht gewohnt. Ich habe auch weiterhin ein ganz, ganz großes Problem mit der Gewichtszunahme, auch hier an meine Schätzeleins, ja,
Vielen, vielen Dank. Ich hatte da wirklich Panik vor, dass ich die Einzige bin, die so denkt, aber ganz viele von euch können nachvollziehen und nachempfinden, wie es mir momentan geht. Und natürlich wird es nach der Geburt alles wieder anders. Ja? Aber bis dahin ist es einfach so, es stört einen. Ja? Und ich bin ja jetzt gerade mal im vierten Monat. Wie ist es denn dann, wenn ich im sechsten, siebten, achten, neunten Monat bin, wenn man mit so einer Kugel rumläuft? Man kann die Füße nicht mehr sehen und... Ja, also ich habe da weiterhin ganz, ganz große Probleme mit mir, körperlich. Ja, ich hab immer das Gefühl, ich bin jetzt so ein Wal, der in der Gegend rumläuft. Und ja, Schatzi sagt mir natürlich, wie schön ich bin und wie hübsch und ich brauche kein Make-up und ich bin schwanger. Aber das ist halt die Männerperspektive. Ja, wir Frauen, wir sehen das dann halt immer nochmal anders, vor allem, weil wir ja auch die Veränderungen durchmachen und die ja nicht. Ne? Ja, aber ansonsten muss ich sagen, mir geht's gut, also körperlich, gesundheitlich, ja, gesundheitlich geht's mir gut. Heute, Wehwehchen, heute habe ich Durchfall, für die, die es interessiert, ja, ist so. Heute musste ich nämlich mit Pflaumensaft arbeiten, ja, weil ich heute Morgen einfach so einen Kessel hatte und wirklich das Gefühl habe, mir platzt hier gleich der Bauch. Und ja, dann habe ich jetzt heute Morgen ein bisschen Pflaumensaft getrunken und das spült momentan mein System wieder durch, so dass mir dann heute Abend auch eine Jogginghose passen wird, gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Und ja, deswegen, da fühle ich mich dann heute nicht so und dann sieht man halt auch immer so ein bisschen aus wie hingekotzt und hingeschissen, ja. Ja, aber ich denke, so Tage kennen wir alle, ja, egal ob jetzt schwanger oder nicht schwanger, das gehört einfach dazu. Und, ja. Nächster Termin, den habe ich in der 14. Woche. 13 plus 5 bin ich dann, glaube ich. Muss ich nachher mal schauen. Bin ich auf jeden Fall in der 14. Schwangerschaftswoche. Und dann habe ich nochmal einen Termin zur 16. Schwangerschaftswoche. Ich habe noch einen Vorsorgetermin dazwischen. Und, ja, da gibt es dann auch wieder Ultraschall und Bilder. Und ich würde sagen, immer wenn ich dann beim Arzt war oder wenn dann halt ein Semester rum ist, ein Trimester, dann gibt es von mir auch ein Update, ne? Also immer wenn es von mir was Neues zu erzählen gibt, dann gibt es was Neues. Ich sage jetzt nicht jeden Montag, weil kann ja auch sein, dass in der einen Woche gar nichts passiert und zwei Wochen später hat man, was weiß ich, ne? Da findet man raus, man kriegt Achtlinge. Man weiß es nicht. Ja. Nee, aber ich denke, sonst habe ich alles. Solltet ihr jetzt natürlich noch irgendwelche Fragen haben, dann lasst mir die auf alle Fälle wieder ganz fleißig in den Kommentaren da. Die schreibe ich mir dann auf, dann gehen wir beim nächsten Update, gehen wir dann drauf ein. Und ja, mehr gibt's. Hoppala, das obligatorische Bäuerchen. Wobei ich glaube, ich krieg Schluck auf. Ja, mehr gibt's dann von mir gar nicht. Vielen, vielen Dank nochmal für die vielen lieben Kommentare unter meinem letzten Video. Also ihr habt euch, glaube ich, selber geflasht. Wahnsinn, wie viele Kommentare. Knaller. Ich habe mir jedes einzelne durchgelesen. Ich glaube, ich habe mir viele sogar doppelt und dreifach durchgelesen. Weil ich jetzt letzte Woche auch so einen Tag dazwischen hatte, da ging es mir nicht ganz so gut. Und eure lieben Worte, die helfen mir dann natürlich immer. Ne? Gerade wenn ich weiß, dass so viele Schätzeleins mit mir schwanger sind. Und wenn ihr dann schreibt, ja Sandra, mir ging das genauso und das ist dann einfach schön zu wissen, dass man nicht alleine dasteht mit der Scheiße, ja. Und weil man zweifelt ja sowieso ganz oft an sich und denkt mir, oh, bilde ich mir das jetzt ein, ist das jetzt normal und, ne, da ist es dann ganz gut, wenn man so ein bisschen Support von seinen Leuten hat. Also vielen, vielen Dank dafür. Gut, meine Lieben, dann werde ich jetzt mal schauen, warum Schatzi heute so früh zu Hause ist, weil wir haben jetzt nämlich, Moment, kann ich euch zeigen. 12.26 Uhr und der junge Mann sollte eigentlich gar nicht bis 16 Uhr zu Hause sein. Ne? Gucken wir jetzt also mal, was da Sache ist und dann werde ich irgendwas essen. Ich habe ein bisschen Lust auf was Süßes, wen wundert's, ja? Ist was ganz Neues. Und dann noch ein bisschen Wäsche waschen und dann knalle ich mich auf die Couch. Ja, und dann lese ich ein Buch, glaube ich. Ich habe mir nämlich ein Schwangerschaftsbuch geholt. Mit Namen. Ja, ich weiß, auch da fragen ganz viele, oh, gibt es schon Namen? Ja, wir haben Ideen, aber da sagen wir nichts. Nein, also bis
zur Geburt, glaube ich, sagen wir nichts. Wobei, da gucken wir mal. Also erfahren, ob Mädchen oder Junge, ja, aber Namen, da warten wir, glaube ich, noch. Naja, ihr werdet es mitbekommen. Okay, meine Lieben, also dann wünsche ich euch somit einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!